Die WHO finanziert sich nur zu maximal 20% aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten. Über 80% der Einnahmen generiert die WHO aus zweckgebundenen Spenden Dritter. Insbesondere Bill Gates unterstützte die WHO über seine Bill & Melinda Gates Stiftung bzw. seine Gavi-Impfallianz mit über 1,3 Milliarden US-Dollar. Dass dies nicht aus reiner Menschenliebe geschieht, zeigt die Tatsache, dass Gates während der Corona-Zeit durch den Kauf von BioNTech-Aktien im August 2019 mehrere hundert Millionen US-Dollar Profit einstrich. Daher ist für Gates sicherlich auch die Unterstützung der WHO ein Geschäftsmodell. Denn laut Gates ließen sich durch die Investition in Impfungen die besten Renditen erzielen. Ein weiterer aufschlussreicher Aspekt im Hinblick auf dieses Geschäftsmodell zeigt sich in den IGV in Annex 1. Die Vertragsstaaten, die entwickelte Länder sind, müssen finanzielle und technologische Hilfe für Vertragsstaaten leisten, die Entwicklungsländer sind, um in diesen Entwicklungsländern Einrichtungen zu gewährleisten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. IGV Annex 1.1. Die Tatsache, dass die WHO ihr Budget von derzeit 3,5 Milliarden US-Dollar jährlich auf mindestens 31 Milliarden Dollar steigern möchte und für Pandemie-Notfälle einen 100 Milliarden Dollar Finanztopf von den wohlhabenderen Nationen erhalten soll, zeigt die neue Dimension des Geschäftsmodells WHO. Gigantische Finanztransaktionen, die vom Steuerzahler zu entrichten sind, fließen somit in ärmere Länder und landen letztlich in den Taschen von Big Pharma und privaten Investoren.